Das ist Reihan Safran, Schuldnerberater aus Bremen. Heute noch sitzt er kopfschüttelnd da, wenn er sich den Beitrag aus Stern TV anschaut, in welchem unter anderem auch seine Familie zum Thema gemacht wurde. Ausgestrahlt wurde die Sendung am 27. Oktober 2010. Damals war die Debatte um die umstrittenen Thesen von Thilo Sarrazin auf dem Höhepunkt. Stern TV widmete insgesamt gut eine halbe Stunde dem Thema und Sarrazin war persönlich im Studio. Aber vorher zeigen uns Rachel Blufarb und Nicole Kosig, wie Integration in Deutschland mal gelingen, aber wie sie auch, wie Sie jetzt sehen werden, misslingen kann. Und als Beispiel für misslungene Integration muss unter anderem Familie Korczak herhalten, deren Onkel Reihan Safran ist. Während eine Familie aus Kasachstan als quasi leuchtendes Beispiel für gelungene Integration präsentiert wird, wird Familie Korczak ganz anders dargestellt. Hier lebt Familie Korczak aus der Türkei. Familiensonntag. Wir sind eingeladen, dürfen am Frauentisch ein paar Fragen stellen. Wir trafen uns am Samstagnachmittag und nicht Sonntag. Also es war kein Familiensonntag, sondern Samstag 17 Uhr. Und wir kamen, wie gesagt, auf ausdrücklichen Wunsch von dem Team zusammen. Und dann wurde knapp 3 Stunden waren die in der Wohnung. Es waren 30 Leute in der Wohnung teilweise. Kinder, Frauen, Männer und alles gemischt. Und nicht, also einen Frauentisch hat es nicht gegeben. Wie lange leben Sie schon in Deutschland? 18 Jahre. 14. 11 Jahre. Sprechen Sie Deutsch? Bisschen. Ganz, ganz bisschen. Warum haben Sie bisher kein Deutsch gelernt? Wir haben getraut, 97% Positives zu zeigen, aber auch 3% nicht so Gutes. Dass es eine Frau ist, die nicht so gut Deutsch spricht. Übrigens, sie ist lernbehindert. Es ist nachweislich, amtlich festgestellt, dass sie lernbehindert ist. 3 Stunden lang wird mit allen anwesenden Familienmitgliedern gesprochen. Die meisten beherrschen die deutsche Sprache sehr gut. Gezeigt aber werden nur Passagen mit 3 Frauen, die nicht besonders gut Deutsch sprechen. Unter anderem Reihan Safrans Ehefrau. Er gibt offen zu, dass es ihn selbst ärgert, wenn Familienmitglieder sich beim Erwerb der deutschen Sprache schwer tun. Aber dass er sich sonst seit 20 Jahren um Anpassung und Integration bemüht, lässt Stern TV komplett unter den Tisch fallen. Ein Stück Türkei mitten in Deutschland. Sagt die Sprecherin genau in dem Moment, wo dieses Kind eingeblendet wird, welches eine deutsche Mutter hat. Familie Korczak will gar nicht unter sich bleiben. Stern TV ist aber im gesamten Beitrag bemüht, genau das Gegenteil zu behaupten, teils auf recht perfide Weise. So wird etwa bei einer Familie aus dem Libanon betont, dass diese fleißig putzen geht. Bei Familie Korczak wird mit keinem Wort erwähnt, dass hier auch keiner auf Staatskosten lebt, sondern alle einen Beruf haben. Offenbar möchte Stern-TV aber das Klischee vom Sozialhilfetürken zementieren und lässt deshalb solche Informationen einfach weg. Sprichst du Russisch? Nein, ich spreche kein Russisch. Kannst du Russisch lesen? Nein, das kann ich auch nicht. Unsere Kinder sehen SpongeBob auf Deutsch und Caillou schauen sie auf Türkisch. Die wachsen bilingual auf, mindestens. Also das, was normal sein sollte, was aber in der deutschen Gesellschaft nicht so normal erscheint, das wird dann so getan, als ob das etwas wäre, was abzulehnen ist. Die Familie bleibt unter sich, auch bei der Partnerwahl. Onkel Reyhan hat diese beiden zusammengebracht. Ahmed und Yasemin, seit 1,5 Jahren verheiratet. Auch bei jemandem. Reihan Safran, 42 Jahre alt, Schuldnerberater seit 30 Jahren in Deutschland. Er erzählt uns, wie er die Ehe gestiftet hat. Es ist ein großes Glück für alle, wenn wir junge Leute heiraten können. Und wir haben Yasemin gesehen, dass sie heranwächst, dass sie also ein gutes Mädchen ist, auch unseren Vorstellungen entspricht, auch von einer Schwiegertochter. Sie merken schon, wohin die Reise geht. Zwangsehe. Dass dieses Paar sich tatsächlich ineinander verliebt hat und Safran lediglich beide bekannt gemacht hat, wird schlichtweg verdreht. Umso mehr dadurch, dass der direkt anschließende Talk nochmals Entsprechendes suggeriert.
In 2 Monaten erwarten sie ihr erstes Kind. Und beide sagen, das soll in Deutschland aufwachsen. Frau Taraji, als Frauenbeauftragte beim Zentralrat der Muslime, gerade die letzten Bilder, die Sie gesehen haben, finden Sie das gut, richtig, in Ordnung? Nein, also ich denke, arrangierte Ehen gibt es sicherlich überall auf der Welt, aber es muss die Voraussetzung, der Grundsatz muss gelten, es müssen beide Seiten einverstanden sein, es darf nicht mit Zwang geschehen. Also gegen Zwangsheirat sind wir vom Zentralrat, sind wir als Muslime, da gibt es auch schon seit 2 Jahren die Initiative Hand in Hand gegen Zwangsheirat. Also sprich, wenn ihr beide euch nicht gemögt hättet, genau, dann hättet ihr auch nicht geheiratet. Nein. Dann hätte kein Mensch was dagegen gehabt. Nein, weil okay. Mein Vater hat erst zu mir gefragt, wo die angesprochen haben. Ich muss entscheiden, weil heutzutage ist ja alles anders. Mhm. Früher war das vielleicht so, aber jetzt, also meine Eltern sind auch nicht streng. Aber das ist das, was mich noch mehr aufregt, dass sie nicht den Mut aufbringt zu sagen, hallo, hier reden wir über unterschiedliche Sachen. Reden wir über Zwangsehe, ist es mit Sicherheit nicht. Arrangierte Ehen. So, das ist, weil es gar nicht gäbe. Eine muslimische Frau darf einen Ungläubigen, wir reden nicht von Juden, nicht von Christen, einen Ungläubigen darf sie nicht heiraten, wenn sie sagt, ich bin Muslime. So, das ist so. Und das ist keine Geschichte, die erzählt wird, sondern das ist unsere Realität. So, wenn ich das nicht weiß und sage, ach, Religion verboten. Also Sie wollen damit sagen, wenn es eine gläubige Christin wäre, ist es auch in Ordnung. Sie muss nur gläubig sein. Genau. Okay. Die hat mich gefragt, die Reporterin, ob ich streng religiös bin. Mhm. Ich sage, was ist das für ein Begriff? Entweder bin ich religiös, das heißt, ich glaube daran, oder ich orientiere mich daran, oder ich bin nicht religiös. Mhm. So, das heißt, in dem Moment, wo ich mir was vormache, dann brauche ich die Religion nicht weiter ausüben. Also ich kann auch kleinreden. Von einer großen Zustimmung, ich kann jetzt aus meiner Umgebung, ich bin Frauenärztin und arbeite tagtäglich mit vielen Leuten zusammen, also von großer Zustimmung habe ich nicht. Wie viele deutsche Patienten haben Sie? Überwiegend deutsche, weil ich das von einem deutschen Kollegen übernommen habe, die Praxis. Neben dieser türkischen Frauenärztin kommt im anschließenden Talk auch der Bremer Sozialarbeiter Joachim Baloschki zu Wort, der Sarrazins Thesen kritisch kommentiert. Dass Stern-TV in dem gezeigten Filmbeitrag perfide manipuliert hat, erfuhr er erst hinterher. Ich finde, dass die Gesamtsendung angelegt war zur Unterstützung der Positionen von Herrn Sarrazin, der mit einem Sonderinterview dort behandelt worden ist, mit einer kleinen Heldenverehrung sozusagen, so war der Filmbeitrag aufgebaut. Dann kam eine Einblendung über das angebliche Zusammenleben von Deutschen und Migranten in Deutschland. Da haben wir an Beispielen gemerkt, dass bewusst aus vielstündigen Aufnahmen herausgeschnitten worden ist, das, was halbwegs ins Konzept passte. Und das ist meines Erachtens unerträglich. Stern-TV weist auf Anfrage diese Vorwürfe zurück. Die Befragung des Teams vor Ort und die Sichtung des Kameramaterials zeigen, dass die Vorwürfe von Herrn Safran haltlos sind. Und weiter? Nachdem uns Herr Safran seinen Unmut schilderte, haben wir mehrfach versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Inhaltliche Gespräche mit Redakteurin, Chef vom Dienst sowie Chefredakteur lehnte er kategorisch ab. Naja, was sollte das auch noch bringen, wenn der Beitrag bereits im Fernsehen lief und der Ruf ruiniert ist? Denn sowohl Reihan Safran als auch das junge Elternpaar haben sich hinterher manche üble Kommentare anhören müssen. Ein Freund hat mich 3 Tage später angerufen. Der wohnt in Demnos, das ist 20 Kilometer von Bremen entfernt. Mhm. Er sagt, selbst in derselben Nacht haben ihn bestimmt 7, 8 Leute angerufen, deutsche Politiker, wo ich des Öfteren als Dolmetscher bei Veranstaltungen bin. Und die haben gefragt, sag mal, kennst du den? Stimmt das? Mhm. So, das heißt, da war ich unten durch. Die Enttäuschung bei Reihan Safran ist groß, zumal Stern-TV bei diversen türkischen Bremer Familien anfragte und seine war die einzige, die freundlicherweise die Tür für ein Fernsehteam öffnete. Trotzdem gibt er nicht auf. So besucht er zum Beispiel in einer christlichen Kirche einen Gesprächskreis, um für eine Annäherung zwischen Moslems und Christen zu kämpfen.
Einfach ist es nicht. So merkt er auch an diesem Abend wieder. Und ich kenne das in unserer Familie nicht, dass so Ehen gestiftet werden. Das kommt erst für mich etwas befremdlich über. Es entsteht das Bild eines Mannes, der sehr viel Verantwortung übernimmt für die ganze Familie, für die Familie nach außen vertritt und zusieht, dass sie nach innen, nach einem bestimmten, aus unserer Sicht konservativen Bild lebt. Und dann das andere, oft höre ich dann auch, wie schon gesagt worden ist, ich kann kein Deutsch. Aber wenn es um die Verteidigung geht, um was zu sagen oder zu kriegen, da können sie plötzlich Deutsch. Ja, das ist... Ja.